Hallo, da sind wir wieder, Gitte und Pepe. Wir sind hier noch im kleinen Depot in der Nähe des Kehl... Ich glaube, Kehlsteinbruch heißt das hier. Wissen wir noch nicht, was ein Kehlstein ist. Ich glaube, ja. Hm. Nee, haben wir uns schon mal gefragt. Ja, ja, letztens. Aber egal. Das war hier ganz schön heftig. Da muss sich Pepe ganz schön zur Wehr setzen. Ja, ja. Er ist ja nun nicht der begnadete Nahkämpfer, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben. Nee, kann man nur wirklich nicht behaupten. Und mit dem Bogen in der Hand, im Nahkampf, das ist auch nicht gerade so ideal. Nee, eigentlich nicht. Solltest mal gucken, du musst, glaube ich, wieder Ambrosia zu dir nehmen, weil ich glaube, du hast jetzt 24 könntest du jetzt haben. Nee, 26 sogar. Ich glaube, da solltest du jetzt wirklich mal... 26 ist noch nicht schlimm. Na gut. Das gibt noch keine negativen Effekte. Ah ja, du wartest mal bis zu den negativen Effekten. Gut, so, wir sind hier... Nee, noch nicht. Ja, na gut. Könnte sein, dass über 30 oder ja, ich schätze mal über 30, ja. Negative Effekte gibt. Okay, wir müssen demnächst auch, können wir ja eigentlich gleich machen. Was denn? Ach so. Unsere Fertigkeiten. Ja, stimmt. Wir haben ja schon zwei. Also ach, zwei haben wir? Ja. Mal gucken, ob wir schon in die Nähe von vernünftigen Sachen kommen. Wir wollten ja den Mittelzweig langlaufen. So, das kannst du eigentlich zum Leben hier noch gehen. Ja, da kannst du die Fläschchen. Zungenöl. Kannst du die Fläschchen werfen? Hier, Giftkocher und feinfühlige ja Zunge wollten wir ja nicht unbedingt. Aber da musst du ja durch hier. So, ja, Fläschchen schmeißen, das. Passt nicht zu Pepe. Passt nicht zu mir, nein. Ja, einen hast du noch, stimmt. Aber. Den das sowieso nicht. Leichtes Gepäck. Aber leichtes Gepäck. Hm. Na, leichte Rüstung wiegt nicht. Das ist und gut. Verlangsamt uns auch nicht mehr. Na, her damit. Gut. Gefällt mir gut. Mhm. Und zurück, bitteschön, aber erstmal speichern. Diesmal hast du es ja nicht nur angeschaut, sondern sogar auch genommen. Ne? Ja, komisch, ja? Ja. Gut. Guck mal, ich hab schon wieder. Bin aus dem Schleichen raus, hab keine Waffe. Ist hier noch jemand oder ist hier. Ja. Nö. Hier oben scheint sowieso nicht viel zu sein. Ja. Kiste. Kohle. Das ist ja sowieso nicht mit dem Kohle. Nee. Da ist ja noch eine andere Kiste, die, oder? Ist da oben drüber noch eine Kiste oder ist die gleiche Kiste? Dieselbe Kiste. Ich glaube, es ist dieselbe Kiste. Ich komme da so schlecht ran, aber die kann man sowieso nicht angucken. Nee, kannst du nicht. Hoffentlich kommst du wieder zurück. Ja. Gut. Gerade mal so. Ja, mehr ist hier gar nicht. Nee. Ist ja auch nur ein kleines Depot. Nee, da unten ging es noch weiter. Ich weiß. Und vielleicht geht es ja noch irgendwo, was weiß ich, eine Mine rein oder so. Nee, es geht da sogar hoch. Also hier kann noch jemand sein. Hier sind die. Guck mal, die haben ja Wäsche aufgehängt. Hier ist die Wäsche. Da geht es ja normal hier geht's hoch. Hier geht es noch eine ganze Ecke höher. Ja, die haben sich ja richtig häuslich eingerichtet. Ist aber nicht schön gewaschen, die Wäsche. Ich glaube, dass die Wäsche wahrscheinlich noch von den ursprünglichen Bewohnern hier hängt. Du. Könnte ich mir vorstellen, wenn ich es mir so angucke. Ja, so schon wie bestaurig. Das aussieht. Ja, ja. Die sieht aus, als wäre sie schon von Generationen also ich getragen. Ich denke, da oben, ich würde mal speichern. Du hast ja jetzt gerade die Punkte aufgegeben. Da ich oben ist garantiert gespeichert, noch. Aber ach, hast du überhaupt gar nicht gesehen. Es schadet nichts nochmal zu speichern. Aber hier ist ja wohl niemand. Oder? Geht ja nicht weiter. Da ist gar keiner. Ja. Nö. Merkwürdig. Ja, irgendwie schon. Die Fässer sind leer. Aber die Truhe nicht. Hm. Ja. Sieht sehr gut aus. Kannst alles nehmen. Alles. Kann man alles gut gebrauchen.
Ja, Trankmischertränke sind gut. Ach, und wieder Geselle. Na. Na, Geselle ist ja nun wirklich nicht so. Du hast ja schon mal eine Meistertruhe geöffnet. Ah. Naja. Na. Du hast ja recht. Ring der Brachialität. Boah, das ist was für ein Krieger. Ich meine, ja, Zweihandwaffen ist natürlich nicht das, was wir brauchen. Und schwere Rüstung auch nicht. Aber für einen Krieger wäre es ganz gut. Vielleicht können wir uns dafür was Nettes kaufen. Ja. Zum Beispiel ein Eis. Zitroneneis. Zitroneneis? Magst du ja nicht. Wie kommst du auf Zitroneneis? Ich habe gerade Lust auf Zitroneneis. Draußen liegt Eis und Schnee träumst von Zitroneneis. Ja, wahrscheinlich deswegen. Bringe ich irgendwo mit Sommer in Verbindung und ja. Tja. Schmeckt nach Sommer. So, mehr war nicht. Da hinten ging es ja auch nicht weiter. Nee, hier geht's nicht weiter. Hier ist nur ein Fass. Und hier ist auch nichts gut, also raus, sind wir hier fertig. Auf zur Klippe. Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter. Oh ja, ja, gut. Alter Hut. Ja, ich weiß. Ist ein blöder Spruch, gefällt mir aber immer noch. Tatsache, und da ist Entschuldigung. Sie. Entschuldigung. Guck mal, da sitzt jemand. Für alle Zeiten festgenagelt, nur irgendwann als Gerippe. Naja. Ja. Und hier kommt ein Bergwerk. Oh ja. Und da ist so ein Denkmal. Ja. Ein nicht sehr wohl geformter Hinkelstein. Lass uns mal gucken, ist ein Gebäude. Aber das kennen wir wahrscheinlich. Nee. Müsste dann eigentlich. Weiß. Ja, das kennen wir. Würde ich sagen. Oder? Ja. Nö. Nein? Hier in dieser Richtung ist ein Gebäude, das kennen wir schon. Aha. Aber hier ist noch... Wenn wir das hier noch nicht kennen, dann ist wieder mal Vorsicht angesagt, ja. Als noch nicht entdeckt gekennzeichnet. Das ist die, das Bergwerk, oder? Oder nicht? Komischerweise ist hier nicht eingezeichnet. Das ist irgendein Hinterausgang hier. Na gut, wir gehen mal gucken, was das hier ist. Na, das ist sowas wie ein Kehlsteinholzwerk. Hä? Da waren wir doch noch nicht. Nee, im Holzwerk das waren wir noch nicht. Das ist der Hinterausgang vom Kehlsteinholzwerk. Schau, können wir ja durchgehen, ist doch egal, ja, wenn ja, wir reingucken. Ich gucke mich nur um, ob es hier was Interessantes gibt, aber es gibt hier nur umgehauene Bäume. Na gut, soll uns ja recht sein, ne? Ja. Das war ja mal eine richtige Thriving Community, hä? Ja. Wenn hier überhaupt noch was ist, dann sind das vermutlich Banditen, ne? Sollen sie nehmen. Hier wird's ja wieder duster. Ja. Da hinten ist schon wieder ein bisschen heller, aber pass auf. Ja, ja, Fallen. Ja, genau. Deswegen habe ich meinen Blick auch nach, eher nach unten, weil ich dachte, da kommt eine Hand hoch. Das ist eine Hand, oder?
Ja, natürlich ist es ein Wartür. Ah. Du. Also wirklich. Also der hat sich gar nicht. Du hast ihn gar nicht getroffen. So nichts aber. Hätte ich aber immer noch nicht gesehen. Nee, steht das bleiben. War jetzt einer hinterher. Den hättest du dir schenken können. Eine Komplizierung. Da kommen jetzt hier zwei. Nee, der kommt runter. Die laufen nach unten. Ja, da stehen zwei. Wie auf dem Laufband. Festgebacken. Wie auf dem Laufband in der Muckibude. Eben, hast du gesehen, neben Anna. Ja. Das sah ja lustig aus. Mann, das sind aber eine Menge. Das sind viele. Ich meine, solange du auf sie schießen kannst und sie auch triffst, ist immer die Voraussetzung. Jetzt hat er sich da wieder gefangen. Das ist natürlich eine böse Falle für. Ja. Sind voll fest gebackt. Ja. Das würde man wirklich sagen, gebackt. Mann. Meine Valtüre sind nicht sehr nett. Deswegen habe ich auch nicht so schlechtes Gewissen, aber wenn sie da so rumhängen und gar nichts machen können, so hilflos, tun sie mir halt auch ein bisschen leid. Das muss ich ehrlich ja. zugeben. Irgendwie schon. Ja. Aber irgendwie auch gut so. Ja. Weil wenn so viele auf einen losgehen... Hast du schlechte Karten, schon klar. Allerdings. Hast der Ohren? Ja, ja, der hat Ohren für mich. Jetzt ist er leer. Du musst natürlich auch aufpassen. Das ist ja ein regelrechtes Die stehen hier einfach nur so rum, weil die dich nicht hören. Und du kannst glatt über die stolpern. Ja. Wie wir vorhin festgestellt haben. Ja. Ist ja ein richtiges Vatürnest hier. Naja, sind halt auch gesellig offensichtlich. Oh, guck mal, da hinten ist eine Truhe. Ein Bohrer. Weißt du, ob du den brauchst? Nee. Na gut, war was im Fass? Zum ist Nasenbohren brauchst Ey, Hilfe. Pass auf, fahr lieber nicht runter. Ich will doch an die Küste. Du weißt, welchen Batschir du. Da wirst du schon noch einen anderen Weg finden, um da hinzukommen. Ja. Ein Batschirenohr. Oder ein Batschirohr? Hm. Oh. Wie viele liegen denn da übereinander? Ach, kannst du doch mal deine Dinger mitnehmen wieder, deine Pfeile. Ja. Ja, es waren schon einige, die da hängen geblieben sind. Nö. Ich sehe hier aber nur den einen. Warum? Du hast doch drei. Was? Hä? Waren das nicht mehrere, die du sowieso da jetzt, den du jetzt die Ohren weggenommen hast? Oder abgenommen? Ja. Stell das waren vor. Drei. Ist er mit einem scharfen Messer und schneidet denen die Ohren ab. Also, ich weiß auch nicht. Tja. Pepe. So ist er. Leersalz. Ein Haufen Leersalz. Jo. Gar nicht übel. Aber sehen kann man hier wirklich nicht viel, ne? Nee, deswegen sollst du auch nicht so rumdingsen hier. Da sind zum Beispiel Flaschen, aber wie man da rankommt, weiß ich nicht. Einfach rangehen und einsacken. Ah, gut. Das sind zwei Flaschen. Ah, deswegen hat die Farbe so komisch ausgesehen. Mhm. Wo? 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 Wo, ja. Noch irgendwas? Nö. Jetzt muss ich aber die Fackeln nehmen. Das ist ein Zweck. Ich sehe hier. Die Wartüren. Wartüre werden es dir danken. Sie werden dich mit Kusshand empfangen. Ja, ich sollte vielleicht ein bisschen vorsichtig hier laufen. Ich wollte. Wo war die Truhe? Ja, das versuche ich gerade herauszufinden. Keine Ahnung.
Hier liegen die bei Türen. Hier sind wir runtergekommen. Ja, hier sind wir runtergekommen. Das war irgendwie gegenüber. Hm. Ich glaube, das hier ist einigermaßen bei Türen frei. Ja. Ups, da. Alles leere Weinflaschen. Also ich würde mal sagen, es waren eher die Menschen, die ausgetrunken haben. Die Türe sehen nicht so aus, als ob die Wein mögen. Uff, man kann sich natürlich irren. Ja. Na. Einzelteil. Hm. Letzten Stuhl. So. Eisenerz. So. War da noch irgendwas auf dem Boden? Ein Säckchen oder so? Nein. Gut. Das Wie war wohl eher ein Wunschtraum. Die hatte ich, glaube ich. Na, da war doch was. Nee, da, das ist nur. Gehört zu dem großen Sack. Schon gut. Okay. Tja. Hier ist ja absolut. Also ich würde jetzt ein bisschen vorsichtiger sein wieder an der Stelle. Stockzappenduster. Nein, es ist nicht gerade. Da hinten wird es ja wieder hell. Da hinten wird es wieder hell. An der heller, Stelle würde ja. ich wirklich vorsichtig sein. Ja, ja. Dann kann es sein, dass hier jetzt in irgendeine Falle läuft. Ich schleiche mich hier auch wieder ran. Es hört sich an, als ob hier jemand arbeitet. Da sind es aber auch doch die Geräusche aus vergangener Zeit. Meinst du, die halten sich so lang? Hm. So wie das Lächeln der Katze in Alice im Wunderland? Hm. Das ist auch irgendwas für so ein bisschen wie ein Märchen. Da ist er. Da ist einer. Ja, ich guck mal hier. Ja, weniger. Ja, ja. Die stehen auch so da so. Über total bewegen die sich gar nicht. Aber das ist aber schon, jetzt kommt dann. Jetzt nicht mehr. Nee. Jetzt kann er nicht mehr. Hm. Hier ist ein Dorf in Aufruhr. Das haben wir noch nicht gelesen. Okay, ich blätter mal durch, wie immer. Ja, okay. Ja. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht gelesen. Nee. Aber den Band 3 schon gelesen. Weiß ich nicht. Ich stecke ihn mal ein und dann guck mal. Ja. Das geht schneller. Band 3 haben wir gelesen. Den 3 haben wir gelesen, aber 2 haben wir noch. Den haben wir noch nicht gelesen. Ja. Dann werden wir das gleich mal machen. Ja. Gleich mal durchblättern. Oh, eine junge Frau wurde von einer Schlange gebissen. Mhm. Ach, Skaraks sind das. Das sind die Wilden. Ach, die Skaraks, ja. Ich habe da vor kurzem gelesen. Die Skaraks, das sind Barbaren mit ganz brutalen Riten. Mhm. Deswegen sind die überall so gefürchtet. Aha. Sag mal, das ist die Geschichte von Lysharis Vater? Keine Ahnung. Wir werden es auch noch in Ruhe durchlesen. Weil es irgendwo von einer Frau und so hat und einen Namen hat die und. Keine Ahnung. Wie auch immer, auf jeden Fall ist es ganz interessant. Man sollte es wirklich auch lesen. Ja. Ich denke mir schon, dass es sich lohnt, die einfach mal durchzulesen. Ja. Da ist wieder einer. So vertieft in das Buch. War aber nett von ihm, dass er das lesen durfte. Dass er so viel Geduld hatte. So, da muss noch einer sein. Da kommt noch einer.
Oh, hinter dir? Nee, da kommt er. Guck nach, mein Armer. Jetzt ist er sein Kumpel tot. Nee, der rennt jetzt immer im Kreis. Ja, jetzt. Ich hoffe, der ist. Keine Chance. Nee. Einzelteile waren das. Wo waren Einzelteile? Über die du gerade in dem Regal hinweggefahren bist. Ja, tatsächlich. Das sind sogar noch mehr davon. Ja. Sind so dunkel aus, weißt du? Ja. Weil die so dunkle Insekten sind. Mhm. Gut, dass du so scharfe Augen hast. Was heißt scharfe Augen? Ich habe einen guten Bildschirm. Also einen guten Monitor. Und außerdem sitze ich ziemlich dicht davor. Ist er nochmal schwarz geworden? Nee. Gut. Den haben wir jetzt gerade gelesen. Ja. Eine junge Frau von der Schlange gebissen. Die Eingeborenen wollten sie gleich töten. Aha. Schön. Die haben so seltsame Augen, ne? Ja. Augen, so ganz komische. Und viele Ohren. Also das heißt viele nicht, eine, jeder hat ein. Nur. Die haben nur ein Ohr. Das ist aber merkwürdig. Nicht viel. Ich meine, wir haben nur viele Ohren, wenn wir viele umbringen. Das ist natürlich. Naja. Ja. Ja. Das ist jetzt nett mit den Seelensteinen. Das ist genau die Truhe, die wir gesucht haben. Die da oben waren. Von gegenüber. Mhm. Ja. Naja, die ist auch gut. Also ich meine, da waren gute Sachen drin. Ja. War aber nicht so einfach zu finden. Da musste man um viele Ecken gehen. Mhm. Aufpassen. Oh Mann. Oh. Was mache ich denn schnell das Gewiss? Wenn es so einfach ist. Wenn es nicht so einfach ist, dann hat man so ein Erfolgsgefühl. Ne? Ja. Aber wenn man es einfach nur so abballert, hat man wahrscheinlich wirklich ein schnell das Gewiss. Ja. Das ist so ein Höhlentroll war das jetzt. Ja. Dachte mir schon, dass er anders aussieht als ein Martyr. Ja, ja, und er war auch mit einem Schuss zu erledigen. Ja. So, wer ist hier? Nee. Nicht. Gut. Hm? Sind so gemein zu mir. Warum? Weil ich diese Labyrinthe nicht mag, wo man sich ständig im Kreis dreht und dann ein Gang hier, ein Gang da, ein Gang dort. Ja, ich mag die auch nicht. Schon gar nicht. So ein schöner, ordentlicher Flur. Wie im Krankenhaus. Zimmer rechts und links. Ja. Oder in irgendeinem Riesenhotel. Ja. Den hast du noch gar nicht angeguckt, oder? Nee. Oh. Schon geht's wieder in zwei Richtungen, Mensch. Mal guck doch mal, ob es hier weitergeht. Nee, hier komme ich gar nicht weiter. Hier geht es mich gar nicht weiter, genau.
Na, das ist doch schon mal ein gewisser Vorteil. Willst du in eine Richtung nicht meckern, erst gucken. Erst meckern, dann gucken. Ja, ja. Ich trau mich nicht, hier eine Fackel zu nehmen. Ich habe doch was gehört. Ja. Das war jetzt... Ja. Es kommt noch, Da ist noch einer. Die Frage ist schon, wo kommt der? Nee. Der ist jetzt erstmal wieder beruhigt. Mann, ich komme nicht über den Baumstamm drüber. Hast du kurze Beine, ha? Na gut, also hier haben wir ja schon... Da kannst du ja nicht gucken, doch kannst du. Ist ja ein anderes. Na, da kannst du das Ding übersehen. Oder waren wir noch gar nicht? Da müssen wir noch hin. Achso, wollen wir erstmal den Typen finden. Da ist er. Stapf, schwer für den Stapfen. Ein Führer. Oh, aus dem Führer. Naja, hast du auch schon erwischt. Naja. Was war der wohl? Der rote Punkt von vorhin. Das könnte sein. Der hat bestimmt zwei Ohren, ne? Ja, zwei Ohren. War auch 50 ein Groschen. Führer hat er. Zwei Ohren. Umdrehen des Klingenmeisters. Hier. Ja. Das ist nicht schlecht. Der hat zwei Ohren. Sag ich doch, ist doch ein Führer. Daran erkennt man den Führer, dass er zwei Ohren hat. Ah. Aber hier sind noch welche, glaube ich. Ja. Das fürchte ich auch. Oh, nett. Kohle und Apfel. Ja. Ja. Dann müsste der andere irgendwo sein. Auweia. Wenn man hier rumgeht. Was meinst du? Ist er nicht, könnte ja nicht der andere sein, wenn man da rumläuft? Kam der andere, den wir umgebracht haben, nicht daher? Nee, der ist oben. Der war oben und wir sind hier unten. Ich befürchte nur, dass hier unten noch der eine oder andere rumschleicht. Da liegt was Blaues. Ja. Ja. Gesellenbuch, leichte Rüstung. Oh, nee, wir sind gerade drüber. Ja. Gerade auf 50. Der ist gut. Wow. Ja. Schlechter von Arg. Puch. Den können wir mal durchblättern, weil den haben wir ja noch. Halbzeit. Ja. Wir haben die Hälfte. Ich hatte ihn umgebracht, massakriert, großgeschrieben. Ja, die sind immer ganz schön lang. Die sind lang, ja. Also die sollte man wirklich auch mal lesen. Also ich habe nur den ersten Band gelesen. Ja, die haben wir auch einigermaßen in Reihenfolge. Ich glaube, 4 fehlt uns noch, oder? Nee, wenn da steht 5 von... Ach so, ja, du hast recht. Er sagt dir dann nicht, welche Bände du hast. Er sagt dir nur, wie viel du hast. Keine Ahnung. Müsste mal gucken. Wann ist das lang? Ja, unglaublich. Na, da kannst du locker eine Folge füllen mit Vorlesen. Och, nicht nur eine. Zuckerrüben-Eintopf.
Zuckerrüben-Eintopf. Okay. Malachit. Ja, die werden wir wohl mitnehmen müssen. Die auch. Gerische Stiefel des Schurken. Die werden wir uns gleich mal angucken müssen, ne? Ja, ich würde auch sagen. Fuß, Fuß, Fuß. Da sind sie ja. Da. Sind auch leicht. Ja. Aber nur schleichen. Du hast deins besser und aussehen bis gehört zum Set. Und dann ist deine auch besser vom Ding her. Unsere sind doch viel besser. Hat auch eine viel bessere Rüstungswert. Hier 18 und 26. Ja, schon klar. Das sind unsere doch viel besser. Zirkel erinnert mich immer an die Schule. Ja. Also hier muss man eine Fackel benutzen. Hier sieht man ja nichts. Oh, wo geht's denn hier wieder hin? Nee. Aber da, ja, Groschen. Oh, zwei Groschen. Immerhin. Besser wie nix. Hm? Nochmal zwei Groschen. Toll. Okay, aber ich laufe trotzdem. Wir machen jetzt Schluss, du. Wir haben die Zeit schon längst überschritten. Ach ja, na gut. Dann auf der nächsten Folge werden wir hier weiter gucken. Aber ich denke mal, es wird nicht mehr so groß sein, oder? Tja, ich habe keine Ahnung. Wir können ich meine, man findet Karte ja gute Sachen, gucken. Keine Frage, ja. Halt. Das war schon richtig. Oh ja. Guck mal. Ja, wer muss da hinten rauskommen? Aus dem, ja, da ist der andere. Wir sind ja von hinten reingegangen. Da ist der richtige Ausgang. So ist es. Wir sind hier rein. Ja, genau. Aber da fehlt uns links vermutlich auch noch. Also wenn wir uns da noch eine Weile mit beschäftigen. Weil wir sind immer an der linken, am linken Rand entlang. Mhm. Da fehlt uns noch was, da geht's noch rüber und ja, da gibt's noch einiges. Okay, gut, bis zum nächsten Mal dann, ja. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss.